Halo, guten Tag, dobar dan, dobrodošli u novu video lekciju. U ovoj video lekciji čitam materijal ja, ali imam i gosta. Dakle, u pitanju je ženski glas, ženski nemački glas koji će čitati isti ovaj materijal koji ja čitam. Dakle, moći ćete malo da se navikavate i na to kako zvuče te moje rečenice kada ih pročita maternji govornik. Ovo je moj plan i moj sljedeći projekat, dakle da napravim nekih 3 sata audio materijala i da možete da slušate, ali i da čitate. Naravno, audio materijal će biti praćen sa dokumentom u kome će se nalaziti sve ove rečenice koje će biti prevedene. Pričat ćemo o tom i u narednim klipovima, a sada najprije da čujete i da vidite kako to izgleda i da li vam se dopada. Pišite mi u komentarima, naravno, šta mislite o ovome. Also, ich wohne noch bei meinen Eltern, još uvijek živim kod roditelja. Ich wohne noch bei meinen Eltern, ili... Ich wohne noch bei meinen Eltern. Ich wohne noch bei meinen Eltern. Früher habe ich in Berlin gewohnt. Ranije sam živio u Berlinu. Früher habe ich in Berlin gewohnt. Früher habe ich in Berlin gewohnt. Früher habe ich in Berlin gewohnt. Deine Wohnung gefällt mir. Dopada mi se tvoj stan. Deine Wohnung gefällt mir. Deine Wohnung gefällt mir. Deine Wohnung gefällt mir. Idemo, sad ćemo pustiti nju da prvo čita, pa vi jednostavno možete da ne gledate u ekran, da samo slušate, da vidite da li ćete razumeti, da li ćete znati da prevedete. Ich habe gestern eine neue Jacke gekauft. Gefällt es dir? Ich habe gestern eine neue Jacke gekauft. Gefällt es dir? Dakle, juče sam kupio novu jaknu. Da li ti se dopada? Ich habe gestern eine neue Jacke gekauft. Gefällt es dir? Diese Jacke gefällt mir nicht. Diese Jacke gefällt mir nicht. Ova jakna mi se ne dopada. Diese Jacke gefällt mir nicht. Mir gefällt nicht, was er gesagt hat. 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 Meni se ne dopada šta je on rekao. Das gefällt uns nicht. Das gefällt uns nicht. Das gefällt uns nicht. To se nama ne dopada. Gefällt es dir in Deutschland? Gefällt es dir in Deutschland? Da li ti se dopada u Nemačkoj? Gefällt es dir in Deutschland? Gefällt es Ihnen hier? Gefällt es Ihnen hier? Da li se vama dopada ovde? Gefällt es Ihnen hier? Sie gefällt mir sehr gut. Sie gefällt mir sehr gut. Ona mi se veoma dopada. Sie gefällt mir sehr gut. I naravno šta je prednost ovih rečenica? Dakle, zato što su lake. Mogu da se razumeju. Dakle, ako ste na početnim nivoima, već možete da razumete. Možete 60-70% rečenica. Naravno, ima i težih rečenica, malo dalje. Ali je prednost što ima mnogo rečenica na jednom mestu sa sličnom tematikom, sa slične težine, što je najbitnije. Tako da, možete samo da pustite play i kad niste baš skoncentrisani, nauči vam se. Čisto neka to radi negde u pozadini. Nešto će se od toga zapamtiti i mozak će krenuti sam da ih koristi, da kombinuje te rečenice, da koristite te reči u govoru. Dakle, samo je potrebno da provedete dosta vremena slušajući ih. Dakle, okruženi ste nemačkim, pritom to je nemački koji razumete. Drugačije kad uključite TV ili vesti ili neki YouTube kanal gde neki Nemci tamo pričaju i vi prosto ništa ne razumete i samo se demorališete. Dakle, kad vidite da to ništa ne razumete, zaustavite to i recite, ok, vratit ću se na ovo, ali malo kasnije, kad malo naučim ove lakše stvari. Tako da, ajmo dalje. Wirst du heute zu Hause sein? Wirst du heute zu Hause sein? Ich bin jeden Tag um 10 Uhr zu Hause. Ich bin jeden Tag um 10 Uhr zu Hause. Znači, ich bin jeden Tag um 10 Uhr zu Hause. Tri stvari. Svaki dan u 10 kod kuće. Ich bin jeden Tag um 10 Uhr zu Hause. Naravno, i vi treba da ponavljate i za mnom i za njom koliko god puta možete. Darf ich nach Hause gehen? Darf ich nach Hause gehen? Smem li kući? Darf ich nach Hause gehen?
Entschuldigen Sie, darf ich Sie etwas fragen? Entschuldigen Sie, darf ich Sie etwas fragen? Извините, смем ли вас нешто питати? Entschuldigen Sie, darf ich Sie etwas fragen? Darf ich ausgehen? Darf ich ausgehen? Кратко, смем ли да изađем? Darf ich ausgehen? Darf ich Sie einen Augenblick stören? Darf ich Sie einen Augenblick stören? Naravno, čujete to stören, ali stören je okay. Darf ich Sie einen Augenblick, einen Moment stören? Mogu li vas na kratko uznemiriti? Darf ich bitte Ihr Telefon benutzen? Darf ich bitte Ihr Telefon benutzen? Znači, smijem li vaš telefon da koristim? Ihr Telefon benutzen? Mein Bruder geht noch zur Schule. Mein Bruder geht noch zur Schule. Mein Bruder geht noch zur Schule. I sad, kad počnete da slušate, vidite da ne možete samo da slušate, da vam je teško. Dakle, moj predlog je sedite lepo za kompjuter, pustite to i pratite ove rečenice sa prevodom. Dakle, odgledate njih, ne znam, 10, 20, 50, 100 sa prevodom i onda se opet vratite i probate opet da slušate bez prevoda. Ako opet ne ide, opet ih odgledate sa prevodom, pa se opet vratite, sve dok ne budete počeli da ih prepoznajete i dok ne budete bili u stanju da ih razumete svu stotku, pa onda idete na sljedećih 100. A ima koliko god hoćete. Wie geht es Ihrem Bruder? Wie geht es Ihrem Bruder? Wie geht es Ihrem Bruder? Bruder. Kako ide vašem bratu? Znači, Ihr Bruder je vaš brat u dativu Ihrem Bruder. Gib mir bitte ein Glas Wasser. Gib mir bitte ein Glas Wasser. Wir sind bereits im zweiten Lied. Gib mir bitte ein Glas Wasser. Gib mir bitte eine Tasse Wasser. Eine Flasche Mineralwasser und zwei Gläser bitte. Eine Flasche Mineralwasser und zwei Gläser bitte. Aber ja, ne? Das ist mein Glas. Das ist mein Glas. Ja, das ist mein Glas. Bringen Sie mir bitte ein Glas Tee. Bringen Sie mir bitte ein Glas Tee. Was fehlt noch in der Küche? Was fehlt noch in der Küche? Was fehlt noch in der Küche? Also fehlen, nedostaje, šta fali? Was fehlt noch in der Küche? Ich arbeite nur bis 12 Uhr heute. Ich arbeite nur bis 12 Uhr heute. Ich arbeite nur bis 12 Uhr heute. Sada radimo 12. Ich arbeite als Kellnerin. Ich arbeite als Kellnerin. Ich arbeite nachts nicht gern. Ich arbeite nachts nicht gern. Nachts, noću. Arbeitet er heute? Er arbeitet nur bis 1. Arbeitet er heute? Er arbeitet nur bis 1. Ich arbeite heute nicht. Es ist Sonntag. Ich arbeite heute nicht. Es ist Sonntag. Ich möchte in einem Büro arbeiten. Ich möchte in einem Büro arbeiten. Ich möchte in einem Büro arbeiten. Das Büro, u dativu, in einem Büro arbeiten. Ich suche eine billige Wohnung. Ich suche eine billige Wohnung. Unsere Wohnung hat 3 Zimmer. Unsere Wohnung hat 3 Zimmer. 3 Zimmer, 3 sobe. Meine Wohnung ist im 3. Stock. Meine Wohnung ist im 3. Stock. Dakle, Stock, Sprat, im 1., im 2., im 3. Stock. Moj stan je na 3. Spratu. Seine Wohnung ist ganz klein. Seine Wohnung ist ganz klein. Ist sie schon zu Hause? Nein, sie ist noch im Büro. Ist sie schon zu Hause? Nein, sie ist noch im Büro. Ist sie schon zu Hause? Nein, sie ist noch im Büro. Da li kod kuće? Ne, u kancelarije. Ponavljajte, ist sie schon zu Hause? Nein, sie ist noch im Büro. Er arbeitete 2 Jahre in diesem Büro. Er arbeitete 2 Jahre in diesem Büro. Primetit ćete arbeitete. Dakle, u pitanju je preterit. Radio je. Er hat gearbeitet oder er arbeitete 2 Jahre. In diesem Büro. Er hat nie Geld. Er hat nie Geld. Er hat nie Geld. Nikad nema novca.
Geld öffnet alle Türen. Geld öffnet alle Türen. Er ist mir noch Geld schuldig. Er ist mir noch Geld schuldig. I primetićete da se u rečenicama, recimo ovdje imamo Geld i onda se ponavlja u više rečenica i u više konteksta ista reč. Er hat nie Geld, Geld öffnet alle Türen, es ist mir noch Geld schuldig. Šta imamo dalje? Man kann viel in einer Woche lernen. Man kann viel in einer Woche lernen. Znači, man kann, može se, mnogo u jednoj nedelji, in einer Woche lernen, naučiti. Ich lerne normalerweise nachts. Ich lerne normalerweise nachts. Es ist nie zu spät zu lernen. Es ist nie zu spät zu lernen. Lernen, izvinjam se. Dakle, ovdje imamo sad lernen. Man kann viel lernen. Ich lerne nachts. Es ist nie zu spät zu lernen. Ich habe vor dem Abendessen gelernt. Znači, onda nam se javlja taj glagol lernen u participu, da vidimo kako se ponaša u perfektu. Dakle, ich habe vor dem Abendessen gelernt. Ich habe vor dem Abendessen gelernt. Ich habe vor dem Abendessen gelernt. Hast du die Lektion über Verben gut verstanden? Hast du die Lektion über Verben gut verstanden? Ovdje baš lepo možete čujete kako ovo i ne izgovara se. Dakle, hast du die Lektion über Verben gut verstanden? Verstanden, nema verstanden. Verstanden. Da li si dobro razumeo lekciju o glagolima, über Verben? Jeden Tag lerne ich eine neue Lektion. Jeden Tag lerne ich eine neue Lektion. Svaki dan jedna lekcija. Jeden Tag eine neue Lektion. Ich kenne hier jede Straße. Ich kenne hier jede Straße. Sad se uvodi Straße, ulica, pa dole ćemo imati dosta tih rečenica sa Straße i Straßenbahn. Also, ich kenne hier jede Straße, poznajem ovdje svaku ulicu. Ist das gefährlich, bei Rot über die Straße zu gehen? Ist das gefährlich, bei Rot über die Straße zu gehen? Da li je opasno? Na crveno preći preko ulice. Über die Straße gehen. Ist das gefährlich, bei Rot über die Straße zu gehen? Nehmen Sie die Straßenbahn Nummer 16. Nehmen Sie die Straßenbahn Nummer 16. Znači, ovdje nije Straße, nego Straßenbahn. Dakle, uzmite tramvaj broj 16, nehmen Sie die Straßenbahn Nummer 16. Wir sind mit der Straßenbahn bis zur letzten Haltestelle gefahren. Wir sind mit der Straßenbahn bis zur letzten Haltestelle gefahren. Malo duže, onda se malo zadržite. Wir sind mit der Straßenbahn bis zur letzten Haltestelle gefahren. Dakle, wir sind gefahren, mi smo se vozili. Mit der Straßenbahn bis zur letzten Haltestelle. In der Straßenbahn waren nicht viele Leute. In der Straßenbahn waren nicht viele Leute. Dakle, sad opet imamo Straßenbahn sa dativom. In der Straßenbahn, dakle, waren nicht viele Leute. Tramvaj nije bilo mnogo ljudi. Wir brauchen nicht mit dem Auto zu fahren. Die Straßenbahn hält gleich hier um die Ecke. Wir brauchen nicht mit dem Auto zu fahren. Die Straßenbahn hält gleich hier um die Ecke. Wir brauchen nicht mit dem Auto zu fahren. Ne treba nam Auto. Die Straßenbahn hält. Znači, halten, zaustaviti se. Es, sie, die Straßenbahn hält gleich hier um die Ecke. Tramvaj staje ovde na ćošku na uglu. Die Aufgabe ist nicht leicht. Die Aufgabe ist nicht leicht. Dakle, leicht. Sad uvodimo leicht und schwer. Die Aufgabe ist nicht leicht, zadatak nije lak. Ist der Koffer schwer? Nein, er ist ganz leicht. Ich kann ihn allein tragen. Ist der Koffer schwer? Nein, er ist ganz leicht. Ich kann ihn allein tragen. Da li je težak? Ne, lak je. Er ist leicht, er ist nicht schwer. Ich kann ihn allein tragen. Mogu njega sam nositi. Nach dem Essen gehen wir mit dem Hund spazieren. Nach dem Essen gehen wir mit dem Hund spazieren. Sad imam Hund, spazieren gehen, spielen, znači neke takve reči. Nach dem Essen, posle jela, gehen wir mit dem Hund spazieren. Idemo sa psom u šetnju. Mein Hund ist klein und er mag im Park spielen.
Mein Hund ist klein und er mag im Park spielen. Mein Hund ist klein, er mag im Park spielen. Das ist ein kluger Hund. Das ist ein kluger Hund. Kako se ponaša pridev ispred imenice muškog roda, ein kluger Hund, jedan pametan pas. Willst du mit mir tanzen? Willst du mit mir tanzen? Tanzen, plesati. Mit wem gehst du ins Restaurant? Mit wem gehst du ins Restaurant? Mit wem, sa kim, mit wem gehst du, wohin, kuda, ins Restaurant, u restaurant. Ich bin zu dick. Ich muss weniger essen. Ich bin zu dick. Ich muss weniger essen. Ich muss weniger essen, manje, oder manje da jedem. Ich bin dick, der Börs. Möchtest du etwas trinken? Nein, danke. Jetzt nichts. Möchtest du etwas trinken? Nein, danke. Jetzt nichts. Ich habe bis jetzt geschlafen. Ich habe bis jetzt geschlafen. Sad imamo tih nekoliko sa jetzt. Jetzt nichts. Sada ništa. Ich habe bis jetzt. Do sada. Ich habe bis jetzt geschlafen. Jetzt oder später? Jetzt oder später? Sad ili kasnije. Es ist jetzt 5 Uhr. Es ist jetzt 5 Uhr. I stvarno jeste evo 2 minute do 5. Es ist jetzt 5 oder 17 Uhr. 17. Jetzt oder nie? Sada jetzt ili oder nikada. Nie? Jetzt oder nie? Was soll ich jetzt tun, wenn ich kein Geld mehr habe? Was soll ich jetzt tun, wenn ich kein Geld mehr habe? Znači, kratki, 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 sad je na malo duže sa wenn, zavisna. Was soll ich tun, jetzt tun, šta treba sada da radim, wenn ich kein Geld mehr habe? Kada više novca nemam. Dobro, znači možemo ovdje da se zaustavimo, nastavljamo sljedeći put i naravno ja bih vas zamolila da mi napišete da li vam se ovo dopada, da li mislite da može da vam koristi, da imate dosta mnogo ovakvog materijala na svom telefonu, na svom kompjuteru i da možete da slušate, da ponavljate i da svakako uvijek imate i to i prevedeno dokument sa tim rečenicama i sa prevodom. Čekam vaše komentare i vidimo se u narednom klipu. Ćus!